Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play der Tears of Phoenix. Ich bin PK und wir Und Let's hier ist Play. AJ. No? Und wir Let's Playen heute ein Spiel. Es nennt sich Metin 2. Es ist ein MMORPG. Und ja. Dann würde ich fast mal sagen, fangen wir auch schon direkt an. Mit der Erstellung des Charakters. Wir wählen den Server Sykorax, Channel 6. So. Bin in das gelbe Reich, stimmt's? Nur Moment, erstmal ganz ruhig bleiben, ja? Also. Es gibt drei Reiche. Einmal das Junior-Reich. Ist auch eins der mächtigsten Reiche, die es gibt. Dann gibt es das Geno-Reich, ist das blaue, das ist das zweitmächtigste. Und dann gibt es noch das Shinso-Reich. Dieses Reich ist das drittstärkste, allerdings das am wenigsten besetzte. Wir nehmen das gelbe Reich. Das tun wir euch. Genau. Vielleicht kann man ja auch kurz noch was zu der Story erwähnen. Das Chunoreich nimmt den Westen des Kontinents ein. Es besitzt eine theokratische Struktur und wird von seinen spirituellen Führern geleitet. Gegründet wurde es von Yun Yong, dem Cousin des ehemaligen Kaisers. Yuns Frau, die über enorme magische Kräfte verfügt, unterstützt ihn bereits früh darin, sich mit dem Ausmaß der Bedrohung durch den Metin-Stein anzunehmen. Yun Yong riet mehrfach zu Gegenmaßnahmen, wurde aber stets ignoriert. So führte er seine Gefolgsleute in eine Rebellion gegen das damals noch bestehende einheitliche Kaiserreich. Nach dem Untergang desselbigen befindet sich Chunyo noch immer in offener Auseinandersetzung mit dem Osten und im ständigen Zwist mit dem Süden. Die Einwohner streben nach der Herrschaft über den gesamten Kontinent, um der zunehmenden unheilvollen Macht des Metinsteins endlich Einhalt gebieten zu können. Ja, Ja. das ist ja schon mal eine sehr einheitliche Story und ich glaube, jedes Reich hat so seine eigene. Aber sie gehen ziemlich tiefgründig in die Geschichte des Reiches rein. Ja, in der Tat. So, hier haben wir nun die Charakterauswahl. Es sind die Klassen Ninja, Krieger, Schamane und Sura verfügbar. Man kann zwischen Mann und Frau wählen. Und es gibt auch noch verschiedene Designs für die Charaktere. Ich denke mal, Andreas, AJ und ich werden wahrscheinlich mit dem Krieger anfangen. Ja, wie wolltest du deinen Char nochmal nennen? Also, Prinz PK. dann nenne ich meinen. Ja, welches Outfit willst du nehmen? Dann kann man uns am Ende besser unterscheiden, Ich ne? ne ich nehme das blaue Outfit. Gut, dann nehme ich das andere. Dann sehen wir uns gleich in der Map. So, na dann, ab auf die Map. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht ganz so viele Probleme habe wie vorhin. Da war nämlich das Blöde, ich hatte die ganze Zeit über ja, Kicks. Und das war nicht gerade sehr schön. So. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Man schmeißt mich gleich in die Welt von Yeti. Und da stehe ich auch schon, da sehe ich dich auch schon. Ja, da ist er auch schon. Und man sieht jetzt erste Gameplay-Bilder eines Noobs. So. Wunderbar. Yay! Wo kriege ich nochmal das Schwert rein? Im Inventar liegt doch schon eins, oder? Ja, da liegt die kleine Truhe. Die werde ich mal anklicken. Doppelklick, stimmt. Oder Rechtsklick. Ah, Mit hier rechts. ist neu. Genau. So, So. da werden wir jetzt erstmal Da haben wir auch schon die Anfangsmeldung. Willkommen bei Metin 2. Die spannenden Abenteuer von Metin 2 stehen kurz bevor. Zunächst solltest du den Stadtwächter aufsuchen. Er versorgt dich mit einigen grundlegenden Informationen und unterschiedlichen Aufgaben.
Wenn du möchtest, findest du wilde Tiere außerhalb der Dorfgrenzen. Sie werden als rote Punkte auf der Minikarte angezeigt. Du solltest dich zunächst auf die Wildhunde konzentrieren, da sie die einfachsten Gegner darstellen. Viel Erfolg! Ich denke mal, bereits. Ich denke mal, diesen Erfolg werden wir eventuell auch haben. So, oh mein Gott. Da gab es gerade einen kleinen Lacker. Ich füge dich mal eben als Freund hinzu. Ja, und schicke dir auch eine Gruppeneinladung. So, dann werde ich noch eben kurz. Ich möchte, während du das machst, mal ganz kurz erklären. Wir sehen ja bereits im Inventar, wenn PK es auch gewählt hat, dass wir hier Tränke bekommen. Und da wir auch schon andere Chars haben, ich glaube, das ist in den anderen Rechen nicht so. Dass wir einfach mal hier schon anfangs ein paar Tränke haben, die man sonst sich eigentlich kaufen müsste. Ah, es lag gerade. Ja. Ja, das ist kein Wunder. Ah, warte kurz, ich stecke in der Wand. Ah, da sehe ich dich schon. Ja. Mann, was soll denn das? Ich hänge mich an dieser Scheiße fest. Oh, bin ich lahm. So. Ah, läufst du weg, warte auf mich. Warte auf mich, Der Stadtwächter. Ah, mit Rechtsklick, ne? Du kannst auch mit Linksklick. Das sagt der erstmal was. Soll ich vorlesen, dann kann ich mal vorlesen. Wenn ich vorlesen soll, sag. Nein. Wann liest du vor? Nein, wir lesen überhaupt nicht vor. Sondern ja, warte kurz, ich muss ganz kurz hier mal. Wir machen einfach weiter. So, der Wächter des Dorfplatzes. Dann gehen wir auch gleich doch mal dahin. Also nicht wundern, ich werde öfter rumlacken als er. Man kennt das Problem ja bereits aus der Minecraft-LP. Ja, aber hier kann man zumindest mich zum ersten Mal spielen sehen. Und ja, also wir gehen natürlich auch schon gerade so ein bisschen hört. Oh, nee. AJ, der hat gerade ein bisschen Besuch da, weil er heute auch Geburtstag hat. Und deswegen ist es auch jetzt gerade ein kleines bisschen laut. Also bitte nicht böse sein. Was, wenn ich mich jetzt muten würde, würde er einem ständig aus dem Meeting 2 rausschmeißen und müsste das hier machen. Ja, wie man sieht, hier sind schon etliche Leute, die schon ziemlich hoch vom Level her sind. Das hier ist die Safe Zone. Selbst wenn man als Feind hier ist, kann man nicht angegriffen werden. Das ist episch. Jo. Ah ja, der Wächter des Dorfplatzes. Der ist extrem cool. Ja. Machen wir einfach mal fix die ganzen Quests. Ah, diese Anfangsquests. Dann haben wir nämlich gleich alles schon fertig soweit. Wir werden natürlich gleich anfangen. Ja. Und dich zu leveln. Mit Gertrus hier quatschen, ne? Genau. Kommen hier wahrscheinlich überall Tutorials, die ich mir nicht durchlesen, obwohl ich ein Noob bin. Aber fällt mir auf, ich habe gerade absolut die falsche Steuerung drin. Wäre ich schon besser. So, mit wem müssen wir jetzt labern? Gleich wieder mit dem Wächter des Dorfplatzes. Wieso müssen wir zweimal mit ihm labern? Ja, weil das eine Laufquest ist. Ja, aber gut. Lass mal ganz geschickt an ihm vorbeigelaufen. Komm, kann man nicht irgendwie beschleunigen, dass er die Texte mal ein bisschen zack zack macht? So. So. Halskette. Plus 0. Vielleicht mal annehmen. Was? Keine Ahnung, wo ich sie her habe. Ja, das gab's als Belohnung. So, und also müssen wir jetzt richten. Auf jeden Fall. Oh ja. Oh, jetzt lag's hier. Mit dem müssen wir jetzt labern. Dann gibt's hier eben halt die Lehrer. Man kann sich hier für Körperkampf. Man kann hier den Körperkampflehrer machen. Das heißt, man könnte dann später eine Aura ums Schwert bekommen und Wirbelattacken machen. Oder man versucht sich als Mentalkrieger, der sich hauptsächlich auf immense Verteidigung spezialisiert. Ja, und was nehmen wir? Dann würde ich
Ich denke mal, ich denk mal, dass wir uns dann auf den Körperkampf spezialisieren, weil das ist eine der guten Techniken. Und wann müssen wir mit den Typen reden? Ab Level 5. Okay. Und so wie ich gerade auf den Timer geschaut habe, es ist leider schon wieder Zeit. Die erste Folge ist leider schon vorbei, aber man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann.